Die vier Frauen am Brunnen. Heute sind wir nur vier. Ja, aber dabei fließt doch das Wasser überall. Es ist so regnerisch. Ah, Ah, da kommt sie. Anna. Ja, gut. Und wir fangen gerade mit dem Check-in an. Und Erika, das war eine gute Idee. Magst du gleich anfangen? Oh, die Frau, die aus dem Dunkel kam. Das ist die Genau. Anna. Also ich habe heute auch, also oder überhaupt so die ganzen Tage habe ich also sehr viel gearbeitet und zwar bei uns auf dem Hof. Genau, es ist wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel auszugrasen im Gewächshaus. Und dann habe ich mir ein wahnsinnig tolles Fensterputzgerät gekauft. Also eigentlich ein ganz geniales Putzgerät, mit dem man auch Fenster putzen kann, wo du wirklich nur so, wie das hat die Größe von einem Föhn mit verschiedenen Auflagenscheiben und ich bin total begeistert. Und genau, das habe ich eben auch heute ausprobiert. Und genau, ich bin momentan sehr aktiv, also körperlich sehr aktiv. Ich hatte jetzt eine lange Phase, wo ich sehr, sehr viel gelesen habe, sehr viel bei mir war. Das war auch unheimlich schön, diese Zeit zu haben. Und ich merke jetzt, ich habe dann immer so Intervalle. Das weiß ich jetzt, nachdem ich dann sehr viel aufgenommen habe. Verarbeite ich das auch, indem ich jetzt gar nicht mehr so drüber nachdenke, sondern ja, in Bewegung bin und das auch so ein bisschen anwende und also das fühlt sich total gut an. Und ist auch schön, dadurch, dass ich mich da jetzt auch so besser kennenlerne, weiß ich, dass das jetzt einfach wieder die Phase ist, wo ich so dieses aufgenommene Wissen oder wie auch immer, dass ich das ja jetzt auch so verarbeite und dass sich das auch in der Bewegung dann verinnerlicht. Und das ist, ja, das ist sehr schön, das gefällt mir gut und insofern geht es mir auch ganz gut. Genau, bin wieder sehr viel beschäftigt mit Familie und den verschiedenen Projekten, die jetzt unsere Kinder so vorhaben. Und bin da aber sehr, ja, sehr gelassen und lasse mich nicht immer wieder so mitreißen. Und ja, insofern geht es mir gut. Und gebe ich dann an dich weiter, Ramona. Ja, dann nehme ich da mal den Faden auf. Also mir geht's ja im Prinzip auch ganz gut. Ja, also hier wächst auch alles. Sind ja 8 Bäume, beziehungsweise 7 Bäume und eine Baumfläche, wo sie noch keinen Baum wieder ersetzt haben. Und bin richtig stolz. Die ersten Sachen blühen, die Ringelblumen, die Mohnblumen und so. Und das Unkraut, genau. Also 6 Bäumfelder habe ich ganz gut im Griff, aber bei 2 will ich morgen früh Einsatz machen wieder. Also da bin ich, ja, es ist irgendwie, so ein Baum ist irgendwie, aber bei 8 ist es dann doch schon wieder eine Fläche, dann kommt doch schon wieder was zusammen. Und ja, ansonsten mache ich gerade, versuche ich, also ich mache ja schon ewig basisches Baden. Und ich habe jetzt die letzten Tage immer so versucht, so 4 Stunden basisches Baden zu machen. Und habe das Gefühl, ich merke schon was. Also ist gar nicht so einfach. Also, Du bist ja. dann 4 Stunden im Wasser? Ja. Wow. Na, mein Ziel ist eigentlich, ich überlege gerade, ich habe gesehen, es gibt günstig diese einfachen Whirlpools. Ob ich mir so einen einfachen Whirlpool kaufe, weil zum Glück habe ich ja Stahlbeton. Und ob ich den im Flur hinstelle und weil der richtige Effekt ist eigentlich, dass du am Stück mindestens 8, besser 10, 12, 14 Stunden und am besten noch eine ganze Woche oder länger badest. Weil erst wenn du wirklich lang, also desto länger du badest, desto tiefer geht es. Weil ich merke das jetzt hier, ich habe hier zum Beispiel dadurch jetzt 2 Pickel bekommen. Weil der Körper sucht sich dann erst, also dann den Ausgang. Und das ist ja auch hier bei dem Waldbaden, wenn du länger gewisse Sachen machst,
Wenn du länger im Wald bleibst als nur eine Stunde oder zwei Spaziergang, dann hält das eben auch durchaus ein, zwei, drei Wochen oder einen ganzen Monat, als wenn du jetzt, ja, also, und so ist das mit dem Baden halt auch. Du kommst einfach dann langsam tiefer. Du machst Und es zum Entgiften ja. oder oh Gott, Genau. ja, klingt jetzt für mich jetzt nicht so schlüssig, tagelang im Wasser oder so. Gibt es aber ja, wenn dir das gut tut. Dann bist du anschließend aufgeweicht. Und ich stelle mich dir vor, wie du im Badewasser frühstückst und der Butler kommt und bringt dir einen Sekt und dann bringt er dir einen Computer und dann machst du da dran rum und dein Papier und dann faltest du. Und oh Gott, jetzt ist es reingefallen, jetzt ist es nass, dann muss da wieder der Butler kommen und dir neues Papier bringen. So stelle ich mir das gerade vor. Und dann, Nein, wenn das bei mir eben er nicht. dich rauszieht, bist du aufgeweicht. Nein, nein. Also ich will mich entgiften und ja, weil ich habe, also ich überlege halt, wie das am schnellsten und am besten und am einfachsten für den Körper geht. Und da ich gerne bade, ja. Also schöne Musik habe ich gehört. Einen Tag, also heute habe ich Musik gehört, gestern habe ich halbe halbe gemacht. Sprich, halb Musik und halb mir YouTube angeguckt. Weil 4 Stunden ist ja schon eine Hausnummer. Da kann man ja schon was machen. Ja. Also, dann, wie sieht es in Kalifornien aus? Naja, ich freue mich auf das Wasser. Du hast mich inspiriert, Irama. Ja, es wird. Es ist noch sehr kalt bei uns und sehr komisch, also das sehr komisches Wetter. Also in diesem Augenblick ist die Sonne endlich aufgetaucht, aber normalerweise, also in der Vergangenheit, also jetzt haben wir bei uns Global Cooling statt Global Warming. Es ist oft wahnsinnig kalt, also ich muss sogar einen Mantel, es ist also ungeheuer fremd für uns. Und ja, apropos von Entgiften, habe ich eine, wie heißt das? A Rash, also auf der Haut, also mein Ausschlag. ganz, also, was? Ein Ausschlag? Ausschlag. Ausschlag, genau. Und sehr, sehr, what's itchy? Es juckt. Gefügt? Es juckt. Oh, es juckt. Ja, genau. Es juckt. Ich habe mein Deutsch total vergessen. Es hat so furchtbar gejuckt und ich habe das einige Monate gelitten. Blöderweise habe ich gedacht, naja, ich sehe sowieso meinen Dermatologen. Ich sehe sie zweimal im Jahr, weil ich Hautkrebs gehabt habe und das ist dann Protokoll, dass man alle 6 Monate Dermatologin, dass die mich total anschaut, ob etwas. Und auf jeden Fall, also es war ganz blöd, weil ich habe so gelitten, also monatelang und auf diesen blöden Termin gewartet. Und dann habe ich sie endlich gesehen und sie hat gesagt, ah ja, es gibt ein Rezept für ein Cream, also ein Creme und das wird dann von sich weggehen, also mit diesem Creme wird es weggehen. Und jetzt sind, aber jetzt leider kann ich noch nicht schwimmen. Also ich muss warten, bis das alles. Also das ist ganz langweilig, was ich rede. Weißt du, das war. Das ist deine Schuld, Ramon. Das lange Baden. Dann habe ich sofort an mein Schwimmbad gedacht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es juckt alles die ganze Zeit. Und jetzt habe ich Angst, dass es vielleicht, also überhaupt nichts mit dem Umwelt zu tun hat, sondern dass ich einfach nervös bin. Also ich bin ständig nervös. Ich habe keine Ahnung, wieso und warum. Und es ist sehr unangenehm irgendwie. Ich kann kaum schlafen und ich bin ständig in eine, so, als ob, also ich, also mitten im Krieg wäre. Und
Und ich kann es nicht erklären. Es ist nichts Dramatisches bei mir. Also es ist nur irgendwie. Und jetzt, also ich denke ich ständig an das Altwerden irgendwie. Ich fühle mich also wahnsinnig alt und alt nicht in einem schönen Sinn, sondern also nicht wie eine alte, weise Frau im Urwald, die Rat gibt, sondern so eine kaputte, also alte Frau in der Stadt. Irgendwie, es ist so unangenehm. Also das war viel zu lang, aber jetzt bin ich fertig. Ja, hallo Anne, du hast also intellektuelle, mehr intellektuelle Vorschriften gegeben oder Empfehlungen. Nein, die war halt die Frage, und ich wundere mich jetzt, dass die Monia gar nicht da ist, weil die hat ja reagiert. Ja. Okay, also erst einmal hallo und grüß Gott. Ich bin also fast punktgenau da gewesen vom Tanzen, das wisst ihr ja, vom Kontakt-Tanzen, und es war heute halt wirklich wieder schön. Und vier Kinder waren da. Ein ganz junges, erst 6 Wochen alt, ist gestillt worden von der Mama, und die hat zum ersten Mal Kontakt getanzt. Und die zwei, also ein Lehrer mit seiner Frau, und die haben ihre beiden Kinder, und die sind da ganz entspannt und laufen halt am Rand, und die Eltern passen auf. Und ein Zehnjähriger. Also es ist einfach fantastisch. Zu viele dürfen es nicht sein, aber Kinder dürfen da sein, beim Kontakt-Tanzen. Also es ist ganz schön. Und Live-Musik. Ein Saxophon und eine Geige und eine Handpan. Also es ist einfach traumhaft. Genau, bin ich sehr, sehr dankbar. Assoziation, wir sind Assoziationswesen. Also ich bin auch mit Körper beschäftigt, habe rote Nasen, das sind Spätschäden von meiner Sport 33 Jahre lang im Sommer Sportplatz. Und ich habe mich natürlich nie eingecremt. Also das ist jetzt auch, und bin auch Hautkrebs sozusagen in der Vorsorge. Deswegen habe ich mir jetzt meine Nase zugedeckt mit irgendeiner Creme, weil die so rot raussticht. Obwohl ich ja keinen Alkohol trinke, habe ich rote Nasen. So, und jetzt das Intellektuelle. Also wie gesagt, das beschäftigt mich. Und wir müssen, ah, da kommt ja die Monia. Das beschäftigt mich auf der Körperebene. Aber eben mein Thema ist, ich bin ja wieder mal in der Traumatherapie und mache viel und höre viel. Und versucht es halt zu integrieren und gleichzeitig Mitgefühl mit mir zu haben. Genau. Und beschäftigt mich, weil eben, das war so ein äußerer Anlass, eben mit Kurs in Wundern, eben eine Freundin gesagt hat, nein. Und das Beispiel habe ich euch ja gesagt, diese non-duale Ebene, wir haben eine non-duale Ebene, die ist höher, alles ist eins, aber eben auf der physischen Ebene haben wir eben Yin und Yang, da haben wir eben eine duale Ebene. Und deswegen war meine Frage, hallo Monia, war meine Frage, ist das für euch ein Thema? Wie kriegt ihr das zusammen? Mein, eigentlich bin ich noch dazu eben von einer körperorientierten Traumatherapie und von dem Wissen kommend, ist es eben total existenziell, dass wir den Körper mit einbeziehen und nicht nur sagen, wir sind Geist und wir sind im Kern unverletzbar. Wir sind aber nicht unverletzbar. Also das war so, ist so mein Thema. Und heute war sogar noch die Idee von Spiritual Bypassing, kam ja dann auch noch, dass man eben mit diesem Advaita, Zeug kann man ganz schön eben bypassen. So, dann gebe ich doch an die Monia aber gleich weiter. Wir waren nämlich schon dran, Monja, die anderen. Oder Heidi, magst du zuerst? Ja, lass ruhig mal sehen, weil ihr habt ja miteinander. Ja, ich bin, entschuldige die Verspätung, aber wir haben so viele Zeitungen bekommen und ich so interessante Sachen. Ich habe einfach, ja, mein Mann hat gesagt, hast du nicht Zoom? Na gut. Ja, ich habe eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Wir haben schlechtes Wetter, aber das ist nicht unangenehm. Und das Thema von Dualität und Non-Dualität ist nicht mehr so wirklich meins, aber ich höre mal gerne an, was ich zu sagen habe. Und ich möchte nur noch den Toni Schwarz verteidigen, weil der hat zwar über den Trump ein Buch geschrieben, aber danach eben dieses Buch, was wirklich zählt.
und wo er seine spirituelle Suche beschreibt und auch über den Wilber ein ausgezeichnetes Kapitel hat. Also ich kann das Buch weiterhin nur empfehlen. Das ist soweit, was ich zu sagen habe. Gut, ist der schon mal aufgetaucht, Toni Schwarz? Das sagt mir jetzt gerade nichts. Weil Na, du in jetzt dem Mailverkehr von das den hast. beiden, da stand es drinne. Bitte? In dem Mailverkehr von den beiden, da stand was zu Okay. drinne. Gut, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, ich muss noch schnell einchecken. Ja, also von wegen Global Warming, das ist ja auch nicht gerade, das ist eher das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, wir gehen in eine Eiszeit. Also so relativ kühler Mai war schon lang nimmer. Und naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber glauben du dich durch den Klimahysterikern gar nicht mehr, von wegen, dass die Erde brennt bald? Also Evidenz basiert ist das nicht unbedingt. Die von wegen laue Mainnächte, ne? Jetzt sind wir morgen Juni und es war noch keine einzige laue Mainnacht. Die Glühwürmchen, die ganz schütter fliegen sie hier durch. Also auch nicht irgendwie so inspirierend. Ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich hatte nette Gäste letzte Woche für eine Woche und jetzt bin ich gerade mal wieder alleine. Hatte eigentlich angekündigt, jemand, eine alte Freundin, dass die kommen würde, aber jetzt hat sie heute doch abgesagt. Und dann gucken wir halt mal so weiter. Im Juni kommen ein paar Leute und im Juli kommen ein paar Leute. Ich mache halt weiterhin so vor mich hin und warte auf das große Ereignis, dass sich die richtigen Leute auftauchen und wir dann gemeinsam hier was machen. Mal sehen. Ansonsten, ja, Spiritual Bypassing finde ich eigentlich auch ein ganz nettes Thema, weil manchmal, wie das Gefühl, tue ich auch manchmal. Und ich weiß nicht, ob das für euch alle geeignet ist, dann red mal gerne darüber. Was heißt das Also, genau? das heißt, dass du nach dem Höchsten strebst, so ein bisschen wie New Age Spiritualität, so mit Räucherstäbchen hin und Wasser und alles musst du so machen wie, aber du gehst nicht in die Tiefe, ja. Du versuchst nur in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe, immer höher und dabei düste ab. So. Oder hast du ein besseres Definition, Anne? Ja, also ich kenne es eher, man kann sich eben durch Meditation eben, kann man sich sozusagen rausschleichen aus den irdischen Themen und eben nur in die Höhe streben, genau wie du es gesagt hast. Man kann das natürlich aber auch eben mit anderen Methoden ablenken. Ja, und esoterische oder wie sagt man, prärationale Spiritualität könnte auch in die Richtung gehen, also dieses Esoterische. Aber ich würde mit Dämonia, der mich natürlich noch interessieren, was du dazu sagst. Was, 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 was willst du von mir wissen? Die Definition zu. Nein, oder so, allein schon, hätte ich jetzt gerne, du darfst auch Nein sagen, wenn du so sagst, ach, von Victoria. Da steht, sie gibt, tut was rein auf Englisch. Bypass, haben wir doch auch gesagt. Es war doch genauso Englisch. Das stimmt. Ja, um die psychologischen Wunden eben letztendlich nicht anzuschauen. Aber mich täte es von dir, Monja, interessieren, wenn du sagst, da bin ich schon durch. Also kannst du beschreiben, also habe ich das Gefühl eben, das treibt dich nicht mehr an, bist du jetzt im irdischen Gefilden wieder angekommen oder überhaupt angekommen und vermeidest oder eben nicht nur die Yang, das Licht, sondern eben beides einbeziehend. Da, wo fange ich an? An und für sich ist es, glaube ich, wenn du zugleich mit einer spirituellen Praxis auch ausreichend Schattenarbeit machst, dann ist das irgendwie ausgewogener. Also, das Spiritual Bypassing, da gibt es auch einiges an Literatur drüber, was man alles tut, um eigentlich eine spirituelle Weiterentwicklung zu verhindern oder auszuweichen. Wie soll ich sagen?
Das Non-Duale hat für mich auf der konkreten Ebene, außer vielleicht, dass es eine Art Fernpunkt ist, also eine richtungweisende Ebene, aber sonst hat es für mich, also im Alltag und so, keinerlei Bedeutung. Wenn ich meditiere, dann ist es ohne dies da. Also, wie soll ich sagen? Ich meine, ich weiß, es ist jetzt sehr banal, weil ich immer sage, es passt eh immer. Also, sobald du, und ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich eine sehr einfachere Inkarnation gewählt diesmal, weil ich wirklich viele der Probleme, die ich in bei anderen sehe, nicht habe. Also ich hatte eine gesicherte Kindheit, ich war geliebt, ich war ein Einzelkind. Ich werde auch jetzt noch immer von mehr Menschen geliebt, als ich manchmal verkraften kann. Und ich kann lieben. Und ich habe auch entdeckt, also erstens einmal, dass es kein Ich gibt, sondern dass es nur ein Prozess ist, der sich laufend selbst bestätigt. Und dass es etwas gibt, das kaum zu definieren ist und das kann ich dort belassen, wo es ist. Also ich muss nicht mehr alles erklären können und definieren können. Aber das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich jetzt mit meiner Energie weitaus mehr haushalte und nur immer, also ich denke nicht 10 Jahre voraus oder nicht einmal 5 Jahre voraus, sondern ich denke jetzt und in der nächsten Stunde, bestenfalls noch morgen. Also ich bin jetzt in kleineren Schritten, als ich früher war. Mal früher bin ich über Mauer gesprungen, in meinem Elan und in meinem Eros-getriebenen Euphorie. Aber jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, Anna, aber frag vielleicht irgendwie präziser. Na, das soll ja kein Gespräch werden zwischen uns zwei, also, sondern wir reden zu sechst hier. Ja, Also. ich hab auch nichts dagegen, wenn andere sagen, ich weiß, ich habe irgendwie die Frage jetzt vergessen. Also wir können es an dem aufhängen, was eben gestern, vorgestern die Elke gesagt hat. Man kann, also wenn allein, ich hänge schon an dem Satz, dieses Ich ist ein ständig sich wiederholender Prozess. Also das geht ja schon eben in diese non-duale Ebene und in diese Einladung. Du kannst alles vergessen, jede Art von Therapie, von Traumatherapie, da kann man noch 10 Jahre lang dran rumwursteln. Das braucht es alles gar nicht. Also wie gesagt, der Bezug war Muji und Kurs in Wundern. Aber es gibt da noch mehr Advaita-Leute. Da ist eben meine Frage, ist es für euch relevant? Wie kriegt ihr, ah ja, die Frau hat noch gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen sozusagen. Dann muss man sich für dann Non-Dualität entscheiden. Und das ist meine Frage, wie ist es für euch ein Thema? Weil ist halt mein Thema, ist halt für mich interessant, weil ich wieder mal sehr stark eben mit meinem Integration meines Traumas einfach beschäftigt bin. Ich frage mich, wie man sich für non-dual entscheiden kann, solange man auf der Erde lebt. Das möchte ich gern wissen, wie das funktionieren soll, so tagsüber und jeden Tag und immer wieder. Kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Ich meine, auch gerade im Kurs im Wundern sind ja beide Ebenen. Da ist die non-duale Ebene und ist die normale Ebene, sag mal, ne? Und wir leben halt hier nicht in einer non-dualen Welt, sondern wir leben halt in einer dualen Welt. Sonst hätten wir gar nicht hierher kommen brauchen, meiner Meinung nach. Und insofern erübrigt sich so eine Frage, wofür entscheidest du dich? Nee, entscheide ich mich nicht. Schön, wenn es mal ins Non-Duale geht, und wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Also
Das, so würde ich das beantworten. Ich glaube, es hat mit Freiheit zu tun irgendwie. Also eine meiner buddhistischen Lehrerinnen hat, also es ist wieder, Verzeihung, wieder auf Englisch, Ruth King heißt sie, und sie hat die drei Charakteristika, also von Buddhismus, also sehr schön, sehr, es ist sehr, auf Englisch sehr, was kann ich sagen, es ist ein Soundbite. alles ist, sie sagt, also ich sage es zuerst auf Englisch, everything is impermanent, imperfect and impersonal. Also impersonal ist ein bisschen, also nicht genau, was man meint von Non-Dualität, aber ungefähr. Also diese Idee von, also kein Selbst, kein Ich. Und ja, ich stimme zu, Heidi, dass das eher, also es gibt Dunkel und Licht und es gibt, was weiß ich, Geburt und Tod und es gibt, also wir leben schon in einer dualen Welt, aber irgendwie für mich ist diese, wenn man dieses Sichtpunkt nimmt, dass nichts, also dass nichts permanent sein kann und nichts Persönliches und nichts Perfektes, also man kann es schon auf Deutsch irgendwie, ist man dann irgendwie befreit, man kann dann lockerer leben irgendwie. Also das ist meine, nur meine Erfahrung. Das hat, weil irgendwie kann ich mit meinem, also ich habe im Check-in von meiner Nervosität gesprochen. Das kommt von meinem Denken. Also ich denke, wie, also und das läuft in diesen Kreisen und es tut weh, es ist einfach Leiden. Also und ich bin verantwortlich, ich bin für mein Leiden verantwortlich irgendwie, habe ich das Gefühl. Und ja, apropos, was du gesagt hast, Anne, über Kontakttanzen, ist das dasselbe wie Contact Improvisation auf Englisch? Ja, okay, von Steve Paxton Ja, erfunden. genau. Ja, okay, ich war nicht sicher, ob das Ja. dasselbe. Ja, irgendwie, also das ist jetzt meine Hoffnung, dass ich mein, also mein, ich, dass ich mich mit meinem Körper befreunden kann, irgendwie. Und also ich habe das Gefühl jetzt, dass mein Körper freundlicher als mein Gehirn ist. Und dass ich irgendwie, also dieses zu viel Denken ist irgendwie, also eine, das ist ein Leiden, also einfach. Und irgendwie, dann für mich ist dieses Non-Dualität dann eine Art, also durch diesen Mauern irgendwie zu brechen, also diese von Konzept her. Und einfach, also wenn ich kein Selbst habe oder kein Ich bin, dann ist es ganz egal, ob ich ständig arbeite oder nicht. Ich kann einfach leben und sein. Also ja, verzeihen, das war, also ich kann es nicht ausdrücken. Das ist zu komplex. Vielleicht soll ich das tanzen. Mir geht es so, wenn ich da so jetzt so zuhöre, das sind so viele Fragmente von verschiedenen Weltanschauungen, von verschiedenen Meinungen. Und das ist im Grunde, es ist eigentlich egal, was es ist. Für mich sind das eigentlich alles Konzepte. Und ich habe mich auch viel jetzt auch mit verschiedenen Konzepten, ob das dann jetzt Christentum oder Buddhismus oder Integral, was auch immer, beschäftigt. Und habe mich jetzt für eins entschieden, was für mich das Logischste ist. Das ist so, geht so in Richtung Seelenlehre.
dass ich an Inkarnation glaube. Das kann ich tatsächlich noch am ehesten nachvollziehen, an meine Lebensaufgabe, an dem, dass ich mich quasi mit Körper, Geist und Seele auseinandersetze. Und was für mich das auch noch ein ganz hilfreiches Konzept ist, sind die, ich weiß nicht, ob ihr, also kennt jeder, aber jetzt die hermeneutischen Prinzipien, also diese allgemeinen sieben Lebensweisheiten von Polarität und Mann und Frau und Resonanz und so weiter, weil das im Grunde genommen was ist, was ja, wo jetzt nicht unbedingt so Personen so dahinter stehen. Und tatsächlich habe ich mich einfach nur für ein paar Bausteine entschieden, die ich jetzt für mich versuche zu leben. Im Grunde genommen ein gutes Verhältnis zu meinem Körper und gut geerdet zu sein, auch in Verbindung mit der Erde zu gehen, mich quasi mit meinem Ego auseinanderzusetzen und Schattenarbeit zu machen und zu ergründen, was so. Ja, was so meine Seelenbereiche sind und Non-Dualität ist für mich, ja, das ist, kenne ich nicht, habe ich auch noch nicht erlebt und beschäftigt mich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt einfach mit dem so zufrieden und ja, also ich habe mir eben aus dieser großen Kiste ein paar Sachen rausgesucht, die für mich plausibel sind im Moment. Es kann sich ja vielleicht auch wieder ändern. Aber habe da viele, viele Schätze gefunden, mit denen ich jetzt viel Zeit verbringe und ganz, ja, ganz, ganz zufrieden bin gerade. Im Wissen nichts zu wissen und keine Ahnung, also diese ganze Weisheit vielleicht auch nie zu fassen zu kriegen. Aber das ist für mich so für die nächsten wie viele Jahre, das ist für mich total ausreichend da. Ja, ins Lernen zu gehen, ins Ausprobieren. Genau. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Definition oder wie, was heißt Definition, wie ihr das so sozusagen gesagt habt, also dass man sozusagen da abhaut durch Meditation. Und ich habe es überlegt, weil pure Meditation kostet ja extra Zeit. Und ich habe ja täglich ein 24-Stunden-Problem, weil der Tag, also das habe ich ja noch nicht geschafft. Also habe ich mir von Anfang an, als ich das verstanden hatte, das Ziel gesetzt, das in den Alltag einzubauen. Das heißt also, dass ich halt beim Gemüseschnippeln oder wenn ich da das Unkraut puzzle. Und da hatte ich jetzt überlegt, ist das auch ein Abhauen oder was ist das? Weil auf der einen Seite fühle ich mich da total geerdet und dass ich was mache und im operativen Leben. Und die Frage hatte sich vorhin mir gestellt, weil das reine Sitzen mache ich auch, klar, aber das ist sozusagen gefühlt der kleinste Anteil. Also, was ich mitbekommen habe, geht es vor allem darum, wie du dein Denken kontrollieren kannst. Wie weit du von deinem Denken kontrolliert wirst oder wie weit du selbst bestimmen kannst, wie du denkst. Also wenn du deine faltest, deine, denkst du da was? Ramona? Unterschiedlich. Also, ich bin manchmal erstaunt, was da rauskommt. Das faltet sich manchmal allein und da passiert gar nichts. Also, das geht einfach, das ist wie so ein, dass es einfach alleine geht. Manchmal setze ich mich im Stapel Papier hin und extra, weil ich sozusagen was verarbeiten muss und eine Frage habe. Also ich habe alle Situationen, glaube ich. Also sowohl, dass ich denke und was verarbeite und eine Frage beantworte, als auch, dass ich einfach im Hier und Jetzt bin. Also das mit dem Denken, da möchte ich jetzt auch was mal dazu sagen. Ja, wenn die Gedanken einfach so wild durch die Gegend gehen, das verstehe ich.
Aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine Aufgabe hast, du machst jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Olivenbäume geschnibbelt habe, ne, das sehe ich durchaus als eine Meditation. Aber ich stehe da auch vor dem Baum und gucke mir an und denke mir, aber vielleicht ist es ja da nicht, denke, weiß ich nicht. Deswegen die Frage, ah, den schneide ich jetzt weg oder lässt ihn da? Nee, nimm mal den oder nimm mal den oder nimm mal den. Und so habe ich eine Beziehung mit dem ganzen Baum. Ich renne um den Baum rum, gucke an und der wird zu einem, ja, Beziehungsobjekt. Aber während ich dran arbeite, denke ich über den Baum nach, aber nicht über das, was ich nachher essen will oder was heute abends los ist oder was übermorgen los ist oder so. Also ist nach wie vor eine Art von Denken, aber nicht eine, also dieses abgelenkte Denken ist es nicht, sondern es ist quasi ein konzentriertes Denken. Und ich habe das früher so verstanden, ganz am Anfang oder eigentlich ziemlich lang, dass Meditation bedeutet, dass du gar nichts denkst. Und da habe ich mich immer zu Tode geschämt, dass ich das nicht geschafft habe und habe versucht, die Gedanken wegzudrücken und alles Mögliche. Und das ist für mich eben auch ein Grund, warum ich, so wie du, Ramona, wie du das schilderst, lieber etwas tue, als mich hinhocken und so, dann denke ich wirklich an Gott und die Welt. Also, ne, das finde ich sehr viel schwieriger, als bei einer Sache zu bleiben, an der man arbeitet. Ich habe aber auch verstanden, dass das vielleicht mehr der weibliche Weg ist und das Sitzen mehr der männliche Weg. Also, das will ich nur mal kurz einstreuen. Das war jetzt total wichtig, was du gesagt hast. Ich habe immer gedacht, weil Origami ist ja dann hochautomatisiert. Da kannst du mich nachts wecken aus dem Tiefschlaf. Ich bastel dir so einen Stern, so einen Fisch. Gar kein Problem. Also das geht einfach. Aber ich habe immer gesagt, bei der Tuschmalerei oder beim Ikebana kann ich das nicht. Weil wie du sagst, mit dem Baum, ich muss zu sehr gucken, die Pflanze, der Ast, welches Blatt schneide ich ab oder wie setze ich den, ja, wie fülle ich den Pinsel, wie setze ich den jetzt auf? Und deswegen habe ich immer gedacht, kann ich das nicht? Das war jetzt, also deswegen habe ich immer gedacht, das ist zu sehr individuell, dass ich gar nicht in der Lage bin, weil im Gegensatz zum Origami, die Figuren, die ich da mache, die, wie gesagt, da kannst du mich aus dem Tiefschlaf holen, dann gucke ich dich an und dann denke ich so, ach so, ja, Origami. Also da ist es dann sicherlich nachts keine Meditation, aber dadurch geht, also habe ich immer gedacht, ist das eine andere Stufe von Meditation, weil ich da überhaupt nicht, also ich muss nicht denken, was ich tue, sondern das macht sich wirklich, deswegen kann ich ja auch mit euch reden und falten. Ich falte gerade nicht, aber das geht ja wunderbar. Also Das ich ist weiß wirklich auch nur den kom englischen Ausdruck, also was die Heidi ja macht, ist ja dann eigentlich One-Pointedness. Du bist ganz auf dem Baum konzentriert und das ist ja auch der Zustand des Denkens, das man erreichen kann, ohne dass es so die Dinge, oder wie heute, halt, ja, vielleicht ist es männlich, dass man stundenlang sitzt, weil ich weiß es ja jetzt vom Walter, der sitzt 2 Stunden morgen Meditation. Da hat er ja das selbst erfunden nach dem Metzinger, dass man sich eben von außen sieht und immer weiter von außen sieht. Und ja, das gibt, also mir täte das nichts geben. Und ich bin auch gerne konzentriert, wenn ich Gemüse schneide oder jetzt eben Palatschinken mache oder sonst was. Da denke ich ja an nichts anderes. Ne? Nur so wie. Wann wende ich sie? Und also diese Art der Konzentrationsfähigkeit ist unerlässlich, habe ich gehört, also eben, wenn du dich weiterentwickeln willst. Wobei Ja, und das ist jetzt. weiter auch wieder so eine, ja, also Genau. Ich habe noch eine Frage zu, was ist eigentlich, du, Anna, du hast gesagt, du hast Non-Dual noch gar nicht erlebt, aber vielleicht hast du es ja eben schon erlebt. Deswegen die Frage, was ist das eigentlich, Non-Dual? Ist es der Zustand, was ja manchmal vorkommt, dass man wirklich nur schaut und keine erkennbaren Gedanken in sich rumwälzt, sondern so eine Art von Entspannung und von Offenheit oder so? Was ist Non-Dual in eurer Idee? Also ich habe
Ich habe schon erzählt, also so, ich empfinde das Non-Duale, was ich höre, wurscht, ob jetzt Muji oder andere Lehrer, Emptiness und im Prinzip dieses Wissen, und das kann ich auch teilen und empfinden, dass wir alle als Menschheit ein Organismus sind. Aber das ist so Kognitives, das ist das, was Erika, du gesagt hast, mit diesem, das ist halt ein Konzept. Und als Erfahrung habe ich keine Non-Duale, würde ich jetzt sagen. Wirklich, das war immer meine Sehnsucht. Beziehungsweise, ich habe natürlich schon, denke ich mal, mit Ayahuasca oder ja, in dieser Zeit, als ich diese Reisen machte, das Gefühl, dass alles vibriert vor Lebendigkeit und dass ich Zugang zu dieser größeren Welt habe, zu diesem großen, diesem einen Bewusstsein. Aber ja, aber diese Sehnsucht nach diesem Einheitsbewusstsein, also da ist keine Erfahrung da. Aber Anna, vielleicht hast du das doch erfahren durch Kontakttanz, weil ich entdeckt habe, dass ich eigentlich sehr oft in meinem Leben das Non-Duale erfahren habe, ohne zu wissen, dass das Non-Duale war. Das heißt, also auf Englisch, also es kommt darauf an, also es gibt verschiedene Begriffe, die alle ganz blöd sind, aber es heißt oft Flow. Also, und ich erfahre das, ich habe das immer also bei der Musik erfahren. Also wenn ich wirklich in meiner Aufführung, also beim Konzertspielen, also wenn ich wirklich drinnen bin, dann gibt es ein Ich nicht mehr. Also ich erfahre überhaupt nichts mehr und ich bin mittendrin in einem Bereich, wo wir alle, also ich spüre auch eine Nähe zum Publikum, das ganz anders ist, als wenn man also sich mit anderen Leuten engagiert. Es ist, als wir gemeinsam irgendwie in einem anderen Niveau sind, wo nur die Musik besteht. Also überhaupt kein mehr Identität oder sonst was, nur die Musik. Und dann habe ich bei verschiedenen, also Lehren jetzt erfahren, das heißt eine non-duale Erfahrung, was ich nicht also intellektuell kapiert habe, weil das und vielleicht hast du eine Sehnsucht, vielleicht ist deine Sehnsucht in deinem Kopf und du hast es doch in deinem Körper und in deinem Wesen erfahren, ohne das zu benennen. Also verstehst du, was ich meine? Also ist es Ich glaube schon, danke, dass du mich erinnerst. Ich glaube, das ist eben ich kenne das einfach in der Zeit, wo es mir das erste Mal schlecht ging, wo ich eben gedacht habe, ich möchte dieses Erwachen, Sehnsucht, diese Hoffnung, und dann bin ich sozusagen, dann tut mir nichts mehr weh, dann leide ich nicht mehr. Ich denke, das ist auch die Grundidee von dem Spiritual Bypassing. Und jetzt klingt es eben so, und Flow, diese Sehnsucht nach Flow kenne ich auch. Was deine Gestik gerade eben war, ja, dieses eben, das hat mich sofort an den Klangteppich erinnert. Also ihr kennt doch auch den Film Wie im Himmel, und ich habe das auch oft miterlebt. Also wirklich so eine Klangwolke im Raum zu erschaffen. Oder eben ich beim Tanzen, aber ich beim Tanzen, beim Kontakttanzen ist es eher. Ja, aber da ist das Ich schon noch da. Also es ist wunderschön. Ich fühle aber sozusagen, das bin ich, da bin ich nicht weg. Im Flow bist du doch auch nicht weg. Du bist eher ganz präsent, aber du bist nicht auf dich mehr konzentriert, sondern auf alles drumherum. Oder ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll, aber du bist nicht mehr das Zentrum von der Aufmerksamkeit, sondern das, Genau, was auf das dich ist es. kommt, du erlebst. Ja. Denn außer der Musik habe ich das einmal erlebt und ich werde das nie vergessen.
Ich wurde ein Eichhörnchen. Das war, also bei Harvard habe ich sehr viel Biologie studiert, und in eine, für einen eine meiner Klassen war die Aufgabe, dass wir ein Ethogramm machen. Und ein Ethogramm, also Ethologie, heißt also, das ist das Studium von Benehmungsart von Tieren. Und das ist also eine ganz sachliche Sache. Man schaut ein Tier an, und man muss also Notizen machen, wie oft bewegt sich das Tier, wie oft macht das Tier ein Geräusch. Es kommt also je nachdem, was für ein Tier es ist. Wie oft isst das Tier in dieser Zeit, wie oft schläft, also und so weiter. Und natürlich wäre es schön, also mit einem Elefanten oder sowas, aber es gab keine Elefanten bei Harvard. Und ich habe dann ein Eichhörnchen als mein Objekt genommen, und ich habe dieses Eichhörnchen 3 Stunden lang beobachtet. Und ich musste sehr viel Absicht, also weil es auch andere Eichhörnchen in der Gegend, es müsste nur ein Tier, ein individuelles Tier. Und das war eigentlich noch mehr als die Musik, muss ich sagen. Das war ein Erlebnis, also das war unglaublich, weil ich habe nicht mehr existiert. Ich war also mittendrin, also ich war so fokussiert. Aber ich glaube, man kann das doch mit Gemüse schneiden oder was immer. Also mit einem Baum, Heidi, das ist eigentlich dasselbe. Es hat mit Mindfulness zu tun. Also das ist, und das an und für sich, glaube ich, ist es eigentlich sehr einfach, und das ist eine uralte Erfahrung von Menschen. Es ist nur, in unserer Zeit sind wir ständig von so vielen Ablenkungen irgendwie. Also ich kann nicht mehr auf Deutsch, ich bin zu müde. Aber du verstehst, was ich, also ihr versteht, was ich meine. Also es ist für uns dringend, weil wir so viel, zu viel, also es ist zu unnatürlich. Unsere Welt ist total unmenschlich und unnatürlich, und wir müssen uns schützen oder irgendwie ja, in Disziplin daraus machen, dass wir achtsam sind. Aber es war schon schön, ein Eichhörnchen also zu werden im Vergleich zu einem Mensch. Anna, du hattest das Thema angesprochen oder vorgeschlagen. Wie geht es dir jetzt damit, mit dem, was wir zusammengetragen haben? Also es hat mich jetzt berührt und auch gerade das Letzte, also diese Sehnsucht nach so einer Erfahrung, merke ich, ist jetzt so wie wieder wach geworden. Ich staune über eben, dass ich mich so verunsichern lasse. Da staune ich. Und gleichzeitig habe ich aber eben, und die Frage stelle ich gar nicht an euch eben, weil ich einfach weiß, dass ich im Hinblick auf Traumaarbeit noch einfach, weil das damals vor 30 Jahren hat man ja gar nicht gewusst, was man heute weiß. Und insofern bin ich einfach wieder und immer wieder damit beschäftigt und froh, dass diese Arbeit eben Körper und Seele und Geist miteinander verbindet. Und dass ich merke, das ist mir wichtiger als diese Idee von, ich bin Geist sozusagen. Also da merke ich einfach, merke ich eben, ich bin froh, dass ich auf der Erde bin und zum Beispiel tanze dafür, also Kontakt-Impro und singe und Gitarre spielen kann.
Ist es das Ich habe. ausgecheckt? Danke. Was hat dich so verunsichert? So ein Satz, also von, die ist ja auch ganz schön lang unterwegs, Kurs in Wundern, schon ganz lang, die ist ein bisschen jünger als ich, hat mich verunsichert mit dieses so ein Satz. Du kannst jetzt noch 10 Jahre Traumatherapie machen und Geld hintragen, es wird nichts ändern. Und was würde Ihrer Meinung nach was ändern? Zu erkennen, dass wir Geist sind. Und da merke ich, da bin ich sprachlos. Ich kann da nichts dagegen setzen. Ich lasse mich verunsichern. Du bist ja ganz einfach, du sagst, das ist deine Meinung. Da würde ich gern auch was dazu sagen, weil ich vor kurzem erst jetzt auch mit jemandem über das Thema Trauma gesprochen habe und es war für mich, die hat so eine ähnliche Auffassung vertreten. Und das war für mich eigentlich irgendwie ganz erhellend, weil die hat zum Beispiel gesagt, klar, du kannst natürlich schon in der Traumatherapie, kannst du jetzt auf Ursachen kommen, wo das herliegt und herrührt. Und du kannst aber diese Ursache hat wieder eine Ursache. Und dann gibt es wieder eine Ursache. Und du kannst auch die Ursachen in früheren Leben dann finden. Und du findest im Grunde genommen, wenn du da immer weitergehst, findest du eigentlich immer Ursachen. Und wirst jetzt auch der Punkt, auch dein Wunderpunkt, oder wenn du da jetzt einen kleinen Erfolg hast, da gibt es wieder eine Ursache. Und das fand ich eigentlich schon. Das habe ich mir so durch den Kopf gehen lassen und das fand ich eigentlich schon interessant. Und ja, und also die Quintessenz war halt tatsächlich dem nicht mehr. Also du kannst natürlich dann auch an Traumen oder so auch in früheren Leben irgendwie kommen, aber das soll dir dann eigentlich zeigen. So war jetzt Ihre Theorie, wie unbedeutend das jetzt in deinem Leben ist, weil du ja sehr viele Inkarnationen durchlebst und deshalb dir einfach zu dem Prozess dazugehört. Also, dass man das jetzt auch, dass man da kein so Drama draus macht. Und ich fand das, also diesen Zugang für mich eigentlich nicht schwierig oder eher, wo ich sage, ja, da ist für mich was dran. Es geht nicht um, also, aber dann höre ich auf damit. Es geht überhaupt nicht um Ursache, überhaupt nicht, sondern nur um die Symptome, warum ich so bin, wie ich bin. Und obwohl ich 20 Jahre GFK mache, bin ich weiterhin reaktiv, weil eben das limbische System und Stammhirn und so weiter einfach viel ganz anders und viel schneller reagiert. Oder ich merke, ich habe ein paar Defizite in meinem Reifungsprozess, beispielsweise. Wo ich einfach merke, dass Thomas Hübel, also ich frage mich auch eben, er bezieht ja Trauma mit ein, und zwar, es geht nie um Ursache, sondern immer, wie kann ich umgehen mit mir, so wie ich geworden bin. Aber das hat dann was mit Achtsamkeit und Gedanken eben beobachten, wie weit lasse ich mich von meinen Gedanken eben leiden. Wie viel glaubst du deinen Gedanken? Ja, zum Beispiel. Aber das hat mich jetzt gerade berührt, wo du gesagt hast, du bist noch immer mit dem limbischen System und so weiter und so fort. Du bist noch immer reaktiv und dies alles. Ja, ich meine, bist du ein Mensch oder nicht? Das limbische System und was weiß ich, unsere Struktur, die ist eben einfach mal so da. Und dass wir reaktiv sind, ist ja eigentlich, macht ja auch einen Sinn, ne? Das geht nur darum, wie gut kannst du das einpassen an deine Lebensverhältnisse. Und manchmal ist es halt sinnvoll, so reaktiv zu sein und sofort, ne? Und manchmal halt nicht so sehr. Aber du kannst das nicht loswerden wollen, oder? Also der Krishnamurti, von dem gibt es das Zitat und das ist letztendlich die Freiheit der Selbststeuerung, dass ich eben nicht reaktiv bin, sondern dass ich in diesem Moment zwischen Reiz und Reaktion sowas wie Bewusstheit und eine Wahl habe und nicht automatisch aus dem Trauma, aus tausend anderen Gründen eben, darum geht's. Und Ja. sozusagen mir selber Empathie zu geben, dass ich das trotz 20 Jahren GFK
immer noch nicht kann. Genau. Da Das war kriegst du weil nämlich. du. Das war der Regen des Mitgefühls, was ich dir geschrieben habe. Genau. Das, so ist, ja, so ist es. Also dich selbst zu akzeptieren, wie du bist und nicht zu verurteilen. Also das Mitgefühl, das man mit allen fühlenden Wesen hat, haben soll, trifft dich selbst ja auch. Also, und ich habe das so ein schönes Bild gefunden, dass ein grüner Regen des Mitgefühls dich reinigt und über dich hinunterfließt und sagt, es ist, so ist es. Das ist es. Und ich wollte noch zu Krishnamurti jemand sagen, der hat, ist vielleicht am Ende seiner Inkarnations oder fast am Ende seiner menschlichen Inkarnationsreise und hat es geschafft. Ja, aber das heißt doch nicht, dass wir das alle jetzt hinkriegen müssen, nur weil er das kann. Dass man es vielleicht anstrebt, aber je mehr was sowas anstrebt, desto weiter geht es ja eigentlich weg. Also, wenn es dann von selber kommt, ist ja gut. Ja? Also, so wie Wilber sagt, man kann den Boden bereiten, dass sowas eintrifft. Aber wenn du da jetzt unbedingt dahin gehen willst, dann tust du es ja eigentlich wegschieben. So. Also Also. ich würde mit Krishnamurti nicht vergleichen wollen und das den Anspruch an mich haben wollen. Meine Erfahrung ist, dass du, wenn du in der Non-Dualität bist, also quasi in Resonanz mit allem und mit allen, dafür sind wir eigentlich noch nicht gebaut. Also das ist vielleicht eine kurze Zeit auszuhalten. Und ich habe mal die Erfahrung gemacht, aber dann ich bin ich eigentlich wieder froh, wenn ich wieder in die sogenannte Normalität zurück kann. Also wenn du wirklich in jedem, wir haben damals, das war auch ein Seminar und wir haben da Zeichnungen gemacht und ich bin in jede Zeichnung hineingegangen. Also ich habe sie gelebt und das war, ja, es war wie gesagt, also es war alle Chakren offen und es war eine einzigartige Erfahrung, aber als Alltags, ist es nicht brauchbar. Das ist nicht brauchbar. Das ist also die Sehnsucht nach der Non-Dualität kann man ruhig sagen, ja, okay, aber jetzt mache ich es einmal noch, so wie die Erika gesagt hat, in kleinen Schritten und hier und jetzt. Und ja. Und ich denke mir, das ist ja auch diese Sehnsucht auch nach diesen Zuständen oder nach Non-Dualität oder wie auch immer. Ist ja auch so, dass das ganz oft so ist, dass wir dadurch halt auch das Leiden vermeiden wollen, im Grunde genommen. So eine Sehnsucht, dass wir im Grunde genommen ja, zur Spiritualität meistens kommen, wenn es uns sehr, sehr schlecht geht und dass sich da unter Umständen, also kann es jetzt, also bei mir war das so, dass da die große Hoffnung da war, dass sich unter Umständen mein Leben dadurch verbessern kann oder dass ich Leiden vermeiden kann und so weiter. Und bin durch diese ganzen Prozesse auch selber gegangen, habe dann aber auch gemerkt, dass das total interessant ist, aber dass dieses Leiden vermeiden, dass das nicht, dass das überhaupt nicht möglich ist und dann aber trotzdem weiterzugehen und das sagt dir auch jeder spirituelle Lehrer, dass es nicht darum geht, zu meditieren diese Wege zu gehen, damit du ein besseres Leben hast, dass es um ganz andere Sachen geht. Und weil du auch zuvor den Krishnamurti erwähnt hast, der hat dann ganz zum Schluss gesagt, wenn er seine ganze Lehre zusammenfassen könnte, dann würde er das jetzt in einem Satz sagen, nichts dagegen zu haben, was gerade jetzt ist. Und das gibt mir einfach ganz viel und das kommt ja auch so in dieser Schattenarbeit von Wilber, wo er halt auch sagt, viele flüchten sich aufs Kissen, einfach um diese schlechten Gefühle nicht ertragen zu müssen, dass es eigentlich darum geht, diese Gefühle, vor denen wir flüchten, dass man das durchlebt, dass man das ankommen lässt und dass das halt alles andere als angenehm ist.
Und viele buddhistische Meister sagen auch, wenn du so angenehme Zustände hast oder das Gefühl hast, du hast jetzt Non-Dualität oder was auch immer, dann ist einfach der beste Tipp, ja, nimm's wahr und geh weiter. Gib dem jetzt nicht so eine große Bedeutung, das bläht nur wieder dein Ego auf, sondern ja, geh weiter und so diese, ja, und. Das ist das, was mir jetzt gerade dazu eingefallen ist. Was mir noch fehlt, ist, dass man den Beobachter entwickelt, zu der Zeugenbewusstsein, hat, glaube ich, hat es der Wilber genannt. Aber der Beobachter der eigenen Emotionen und dass man eben dadurch die Reaktivität unterbindet. Dass du, ja, dass du dir bewusst bist, dass es jetzt eine Reaktion auf etwas, aber das ist nicht meine eigene Aktion. Also das ist, ja, finde ich, auch sehr wichtig. Oh, Katzi, schau Aber mal. dann ist die Frage, ob das in sich eine Dualität baut. Also, dass man, ich verstehe, was du meinst, aber dann denke ich, also wenn es ein Beobachter und ein, also ein, wer weiß was, aber es dann, man sieht sich objektiv, aber dann baut man sofort daraus eine Eigendualität. Ja, es ist ein, ich habe auch irgendwo den Begriff gefunden, einen Kubikzentimeter Raum sich geben und nicht losschießen. Ah, ja, eine Pause schon, ja, wie Viktor Ja. Frankl gesagt hat. Also Viktor Frankl hat, ja, war der Erste, der das so, also naja, müsst ihr auf Deutsch sagen. Aber Viktor Frankl hat das dann sehr deutlich geschrieben. Sogar auf Deutsch, glaube ich. Oder? Response statt Reaktion. Ja. Ja, und das muss man halt üben. Nicht? Das ist, aber dass man deswegen komplett nicht Reaktion hat, das glaube ich nicht, sondern Reaktion wird immer da sein. Aber man kann wählen dann, wenn man das schafft, dieses Zwischenteil dazwischen zu haben, diese Zwischenzeit, sagen wir mal, dann kann man sich entscheiden, bin ich dann reaktiv oder nicht? Und manchmal wirst du dich vielleicht entscheiden, ja, das ist aber jetzt richtig und jetzt habe ich so dagegen, nicht? Also ich glaube nicht, dass es richtig verstanden ist, wenn man plötzlich zu einem Lamm wird und überhaupt nicht mehr reagiert auf das, was von außen kommt. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du jetzt die einzelnen Stufen siehst und dein Gegenüber nicht da ist, wo du bist. Wenn du jetzt rot oder blau gegenüberstehst, dann musst du halt mal Tacheles reden und gerade Worte und ja, weil sonst verstehen die das ja nicht. Da habe ich Also so einen netten Impuls bekommen zu dem Thema. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und zwar, es geht ja auch bei diesen reaktiven Sachen, es geht ja auch ganz viel ums Ego. Und der hat gesagt, gib doch deinem Ego einen Namen, weil du gibst ja jedem Haustier und jedem Namen. Das zeigt auch so ein bisschen, dass du da eher auch vielleicht eher auch mal den Hut auf hast und so. Und dann habe ich so überlegt und mein Ego heißt Burschi. Und ja, und das ist aber wirklich ein ganz toller Tipp gewesen, weil manchmal, wenn mir dann was Böses auf der Zunge ist oder ich merke jetzt, der will wieder oder das auch immer, dann bin ich manchmal in der Lage zu sagen, nein, Burschi, das machen wir jetzt nicht. Und habe dann so das Gefühl, diese andere Instanz, wie auch immer, entscheidet jetzt über dieses überwältigende Gefühl und so. Und ich fand, also für mich persönlich war das total hilfreich, auch so ein bisschen humorvoll mit dem umzugehen. Geht natürlich nicht immer jetzt auch in Situationen, wo es einem scheiße geht, da so richtig ist es vielleicht nicht der richtige oder weiß ich nicht jetzt, aber für mich war das enorm hilfreich. Ja, Das und ist ein schöner Abschluss eigentlich, denn wir sind schon über eine Stunde wieder am Gange. Victoria, was wolltest du sagen? Nein, ich wollte nur sagen, also auch bei Selbstmitleid und Selbstliebe,
Also eine Bekannte von mir folgt jemand, also namens Elizabeth Gilbert, den ich nicht kenne, aber sie ist irgendeine so Lehrerin. Und meine Bekannte hat eine Liste von 200 so Kosenamen für sich auf einem Papier geschrieben, um selbst Mitleid aufzubauen, was ich ganz lustig fand. Also Sweetie Pie, Honey Patton, Darlene und Baby Cakes. Ich weiß nicht. Ich fand das ganz entsetzlich, aber Ja, irgendwie. nicht Mitleid. Mitgefühl ist was anderes. Mitleid Oh, Mitgefühl, etwas ja. Herablassendes. Aber Mitgefühl ist, was du mitempfindest. Mit dir selbst. Ne? Ja, dann ist diese, ja, dann ist Hannibal. dieses Selbstliebe eigentlich, was ich, das macht mich sehr ner noch nervöser. Okay, das war mein Checkout. Dann gib doch noch mal weiter. Victoria, wer soll weitermachen? Verzeihung, Verzeihung. Naja, Monja. Ich glaube, ich habe schon einige wesentliche Punkte im Umgang mit den eigenen Befindlichkeiten aufgelistet. Und umzusetzen geht nur durch Üben, 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 Üben. Und ich übe ja doch schon viele Jahrzehnte länger als ihr, also ich muss schon ein bisschen mehr geübt haben. Danke. Weitergeben oder nicht? Ramona. Gut. Üben, üben, üben. Ja, genau. Ich habe da ja noch einiges vor mir. Was ich jetzt noch mal, also ich fand, vorhin habe ich ja gesagt, den Hinweis ganz gut, habe ich gut also mitgenommen, dass ich dann doch eben auch beim Malen und so weiter eben auch meditiere, weil ich mich da konzentriere. Weil ich habe überlegt, wie kriege ich das jemals in meinem Leben hin? Und den Hinweis eben mit Burschi fand ich gut. Also ich habe ja immer meine Projektmanagerin und meinen Engel auf der einen Schulter und die andere auf der anderen Schulter. Aber das sind ja nur Teilaspekte. Weil ich habe ja doch eine Menge Persönlichkeitsanteile und das ist gut, ja, dem Ego auch einzugeben. Das war, fand ich, ein guter Tipp. Da bin ich gerade am Überlegen, was es wird. Und freue mich schon. Ja. Dann habe ich was morgen in meiner Badewanne, worüber ich nachdenken kann. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und freue mich aufs nächste Mal. Bin ich da? Ich glaube, nächstes Mal bin ich noch da. Übernächstes Mal bin ich schon wieder unterwegs. Ach so, dann, ja, Anna, mach weiter. Ja, ich habe jetzt schon so viel gesagt heute Abend. Danke für die Erinnerung, dass man nicht sagt, wer bin ich, sondern wer sind wir? Also dieses Thema eben, wenn wir uns beschäftigen, ich und wir, und dann gehört es doch mit dazu, dass es dieses einzelne Ich in mir gar auch nicht gibt. Danke für den schönen Abend und auch für die Gedanken, dass ihr mein Thema mit aufgegriffen habt. Ich gebe weiter an die Erika. Warst du schon? Ja, ich war schon. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und Und zu ruf, guter Letzt. wer war noch nicht? Heidi, du? Ich war noch nicht. Ich habe mich so erinnert gefühlt, wo du gesagt hast, das machen wir jetzt mal nicht. Das sage ich mir auch öfters mal, ja, und bin aber noch nicht auf den Gedanken gekommen, das irgendwie zu benennen. Ich werde mir mal so, wie ich mir für die Katzennamen ausgedacht, das stimmt ja nicht. Das ist dann irgendwann gekommen, wie ich die Katzen nennen würde. So werde ich das mal mit meinem Burschi sozusagen tun. Das ist, finde ich, eine geniale Idee. Ansonsten fand ich den Abend wirklich auch genial. Das ist schön. Haben wir mal wieder was richtig ergründet auf die feminine Art und Weise und gar nicht so viel Theorie, sondern es mit uns verbunden. Ich freue mich darüber. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Monat sozusagen. Ciao, ciao.